Tut mir leid, Pocahontas. Channel Swift. Einen wunderschönen guten Abend, Brummeli. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Na, was machst du Feines? 9K hochzocken. Ah, und was zockst du Feines hoch? Ein Assi. Ein Assi? Ja, der Bogenschütze liegt mir nicht, das ist nicht mein Ding. Okay. Ja, und wie soll ich mit dem denn später klarkommen, wenn ich jetzt am Anfang schon bei leichten Missionen mit dem dann dauernd verrecke? Das weiß ich auch nicht. Siehste, dann habe ich mir gedacht, ach, versuchst mal einen Assi zu machen und ja, mit dem bin ich natürlich auch öfters gestorben als mit dem Tank. Das ist richtig. Wie war dein Name? Von meinem Charakter jetzt? Ja. Warte mal, ich mach mal ein Minus im Chat. Ah, Minus. Ja, sonst denken die Leute immer gleich die anderen da, dass man sie ein, dass man eingeladen werden will zu irgendwas. Hast du Einladung gekriegt? Heil mich mal? Ja, ja, das ist mein. Das ist mein. Ach, das mit deinem Dings on, oder? Mit mein. Genau. Mit mein Clary. So ist das, nehme ich mir gut. Na, ich twitche nebenbei noch ein bisschen. Okay. Wenn es dich nicht stört. Du kannst ruhig machen. Wenn du das Wurst. Die ist das Wumpe. Genau. Da müssen wir mal schauen. Ach ja. Und man merkt gleich im Auktionshaus, dass der Assi eine ziemlich beliebte Klasse ist, ne? Ja, das stimmt. Man, sieht die man an den Preisen. Dafür gibt es halt umso weniger Tanks und umso weniger Paladine. Aber das ist manchmal halt so. Das kann man nicht ändern. Ne, das ist richtig. So, naja, da werde ich jetzt mal ein bisschen ins Dungeon gehen. Vielleicht kriege ich ja heute noch auf 30 den guten. Hoffe ich. Und dann, an welchen willst du rein? Ein 22 Kusolo Dungeon erstmal. Und dann schauen wir weiter. Ach so. Hm. Ja, da wollte ich auch als nächstes rein. Ja, bist du schon so weit mit deinen? Ne, ich bin noch 21,5. Okay. Und dann bist du noch nicht so weit quasi. Ne, ne, noch nicht ganz. Ich mache hier gerade den 13er Dungeon, der gibt gut EP. Und blaue Items. Ja, die 13er Dungeon, der hatte ich hinter mir. Und dann müssen wir halt mal weitersehen. So, oh, ich habe zwei Zuschauer. Willkommen, ihr Zuschauer. Ich grüße euch. Bei Fragen könnt ihr einfach losschießen. Ich versuche es zu beantworten, wenn ich das kann. Und zur Not hilft mein lieber guter Bremli, der mit dem Channel ist, oder? Ich glaube, da weißt du einiges mehr über Spiele. Ist ja egal, kannst du mit was sagen. In jeder Halbwahrheit steckt eine Wahrheit. Aber ich habe also heute... von vorne weg, egal was auf Steam alles an negativen Kram steht, viele Fehler wurden behoben, es lohnt sich trotzdem. Das ist richtig. Ich habe endlich die Heilpfade. Mal sehen, wie die sind. Aber die brauche ich jetzt aktuell noch nicht. Mal schauen.
Jetzt gehen Du wir aus. sagtest ja gestern, dass du jetzt Hex-Hex machen kannst, ne? Genau, jetzt kann ich Hex-Hex und dich aufheben, wenn du stirbst zur Not. Wiederbeleben kannst du auch, oder? Ja, kann ich. Hat zwar eine Weile Cooldown. Aber das kann ich. Ich glaube, es hat 2 Minuten Cooldown mittlerweile. Oh ja, das ist einiges, ne? Yes, I want. Oder warte mal. 150 Sekunden, das ist sogar ein bisschen mehr. Das sind ja 2,30. 2,5 Minuten. Das ist lange. Aber was soll's. Irgendwie geht mir die Musik auf den Zünder. In Bless. Ich hab die Musik auch runtergedreht. Na, ich wollte jetzt mal, wenn die netten Zuschauer hier Musik haben. Ah, ich glaube, es gefällt nicht so. Also es gibt Spiele, da habe ich schon schlimmere Musik erlebt, aber trotzdem angenehm auf Dauer ist sie nicht. Ja, da muss man halt erstmal durch, ne? Ja. Dashboard. Morgen kommt dann auch endlich meine Webcam für Twitch. Hast du eine gekauft? Ja. So, the road to 45. Ja, ein langer Weg, das Ende zieht sich immer. Ja. Also wenn ich überlege, wie lange das von 44 auf 45 gedauert hat, ne? Und du guckst jedes Mal nach irgendwelchen Kram immer auf den Balken. Tut sich da was? Natürlich tut sich das. Da muss ich was tun. Ja, da muss ich was tun, genau. So, ich bin gelandet. Es tut mir leid, Poker und. Ah, Mist. Noch das Lied im Kopf. So, ein bisschen Werbung natürlich machen für unsere Legion. Eigentlich ist doch richtig schon Mehrwert, weißt du? Die Leute können einmal ein Gameplay von Bless sehen, dann können sie so ein Gildenleben erleben oder eine Aufbauenlegion. Hey, ist doch gar nicht so schlecht. Ich hoffe ja immer noch, dass Bless ein bisschen mehr Leute frohnen. Ist nur die Frage, wann. Ach so, du meinst, dass hier mal wieder mehr Spieler kommen, oder? Genau. Ja, ich denke mal spätestens, wenn es ins Deutsche übersetzt wird, denn also von den Deutschen her zumindest, wird da wieder einiges kommen. Hoffe ich auch. Ja, ist nur die Frage, wann es halt ist, ne? Das ist ja. Ich habe versucht, da mal was nachzulesen heute, aber habe ich nichts gefunden, genaues. Nur, dass das geplant ist. In irgendeiner Zukunft. Und rein da, auf geht's. Zack, einmal Dungeon. Dungeon Duco. Nicht Kaffee to go, sondern Dungeon to go. Wie lange dauert das eigentlich immer so ungefähr, bis so ein Dungeon resettet ist? Ich glaube 10 Minuten. Oh, was? Oh, Mensch. Lacord Dungeon, raus, rein, raus, rein. Das Spielchen kennt man doch. Ja, das solche Spielchen kennt man. Na, wie sehe. Ich habe was getroppt und was ist es? Ein Schild, was ich nicht mehr brauche. Cool. Für den Acker habe ich vorhin auch im Auktionshaus erstmal das komplette Level 23er Clip im Blau zusammen gekauft. Okay. Ja, umgeplust aber, ne? Das andere ist mir zu viel, aber. Für Solo Dungeon machen, dann habe ich ja nicht wusste, dass du da auch rein willst heute.
aber ein Run muss ich hier noch machen, bestimmt, dann bin ich erst 22, dass ich da rein kann. Und weiß ich gar nicht, was brauchte man denn für einen G-Score? Kommt drauf an, in welches Dungeon du möchtest. 2284 braucht man. Ich dachte jetzt an hier Mausoleum. Hm, okay. Ja, 2000. Bop, bop, bop. 500, glaube ja, ich. Ja, knapp 2-3. Immer schön hochbuffen beim Paladin. Und dann gib ihn. Ja, ich bin versteinert. Ja, das solltet ihr eigentlich nicht so viel aufmachen, oder? Naja, die Hälfte von dem ist trotzdem weg. Okay. Kriegt man mit dem Assi eigentlich wirklich die leichte Rüstung? Nee, mit einer Assi drückt man die mittlere Rüstung. Achso, wegen der Habilität hatte ja, ich gedacht. Ja, genau. Nee, Medium. Guck, Stern ist auch online. Aber auf dem Medium-Rüstung ist nämlich keine Habilität drauf. Ja, du musst die richtige nehmen.
So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ach ja. Willkommen zurück. Dankeschön. Welcome back. Naja, da gehen wir mal zum ersten Boss. Und weiter geht's. Das ist echt ein Unterschied wie zum Tank. Zack, 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 die kaputt. Ja, das ist wirklich ein Unterschied. Ja. Gut, dafür stecke ich auch mehr. Du steckst nicht mehr, sondern ich friss mehr Schaden. Du frisst deutlich mehr Schaden mit denen, ja. Das ist richtig. Ach, da war er tot, der Kleine. Und ein Wächtergürtel gedroppt. Sehr schön. Bam, 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 bam. Ich glaube, für den Asser ist nachher auch Deutsch, also Ausweichen, ziemlich wichtig. Ne? Ja. Deutschen, aber du musst halt sehen, dass du genug Power hast. Nicht, dass du dann da stehst mit deinem Asser und ja. Dann funktioniert es halt nicht. Ja gut, das kann man dann mal in Ruhe besprechen, wenn es soweit ist. Jetzt ist ja erstmal sowieso nur Level-Time hier. Da ist das im Moment ja noch nicht ganz so wichtig. Nee, das ist richtig. Ich habe einen blauen Bogen gedroppt. Kannst du aber zerschrotten. Oder wollt ihr auch noch einen Ranger hoch machen? Nein, 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 es reicht schon. So, und auf zum nächsten Boss.
Na, mal schauen, soll ich mal die Taktik gewechselt? Oh, das didaktisch ist nicht so gut. Das war die, wo ich mein eigenes Leben tausche. Ach, gegen die Heilung, ne? Ja. Das sollte man unbedingt lassen. Heilt die anderen und dich verbote. Richtig. Ich habe gerade gedacht, im Bosskampf, das nehme ich die mal. Ja, da muss ich jetzt so durch. Ja, ich habe das in der Hälfte, wo ich es gemacht habe. Okay. Eieieiei. Sehr schön. Und da war er down. So, jetzt muss ich das aber unbedingt wieder ändern. Steht ja da und reduziert deine HP. Naja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, weißt du? Manchmal schon, ja. So, ich bin aber gleich wieder da. Ich esse mal kurz ein Brot. Okay. Heilt jede Sekunde, ist auch nicht schlecht. Aber den nehme ich für Protection lieber jetzt rein. Am Anfang ist wahrscheinlich der beste Skills. Oh, gut, das sind Damage Skills davon abgesehen. Und daher alles gut. Sehr schön. Und weiter geht's. Immer schön aus dem roten Haus, sonst gibt's. Was denn hin?
Und Level 28. Yippie. Weiter geht's zum nächsten. Bam, 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 bam. Hallo Yopio, ich grüße dich. Mit der Frage ist einfach losschießen und fragen. Und weiter geht's. Ich habe einen Asserdecker bekommen. Jetzt will ich aus dem gleichen Bus angegriffen. Na, was soll's. So, weiter geht's auf. Komm her, du blödes Vieh. Wieder drauf. Ja, WP. Ich glaube, ich sollte mal den Sound ausmachen und die Hintergrundmusik ausmachen. Aber es geht gerade schlecht. Von meinen Nachbarn haben sie heute die Musikanlage mitgenommen. Die wollen. Dann war er wahrscheinlich zu laut. Ja. Und das über Stunden hinweg. Und dann nach mehrmaligem Ansprechen auch von den anderen Nachbarn nichts passiert. Und dann haben wir den Bullen gerufen. Anlage weg. Kann er sich morgen wieder abholen. Gut, ist dann selber dran schuld. Ist auch. Ich hab's gefeiert, ich fand's lustig, die anderen auch, die mit dem Haus wohnen. Ja, das glaube ich. Und down ist er, der gute, down ist er. Was ist mal hergekommen? Hm, da müssen wir lang.
Macht was wir heute, klar mache ich was, sieht er doch. Ich finde schade, dass der 31er Solo nicht mehr machbar ist. Ja, ist schon. Welches Level jetzt dein bei deinem Asser schon? Mein Asser ist jetzt 25 geworden. 25, ah, okay. 22. 22. Da kannst du schon 22er Dungeon. Ja, rein theoretisch, nur wegen der Ausrüstung noch nicht. Gearscore bin ich etwas drunter. Ja, gut, holst du dir das grüne Zeug? Kriegt man beim Händler vor dem Dungeon, ne? Beim Händler vom Dungeon gibt es halt die Ausrüstung für, genau. Und da kannst du dann halt wenigstens das Grundequip kaufen, damit du in die Uni reinkommst. Ist schon nicht schlecht gemacht. Das finde ich auch ganz gut. Ja. Dann werde ich da gleich mal hin juppeln. In welchem Zwang bist du denn drin? Bitte? In welchem bist du denn drin? Auch im Mausu? Ja, ich bin immer noch im Mausu. Da levelst du halt eigentlich bis kurz vor 30. Ja, ja, richtig, da levelst du richtig gut. Dann gibt es dann auch noch Items, die du immer schön für deinen Charakter nutzen kannst oder verschrotten kannst. Genau. Dungeon-Punkte. Also das lohnt sich auf alle Fälle. Nicht hauptsächlich, aber. Ja, hauptsächlich nicht, aber so als Bonus ist das schon nicht ganz schlecht. So, nicht da bin ich schon beim Endboss. Zack, zack, zack. Ah, einer guckt zu. Twitch One. Nehmen wir noch ein bisschen Werbung machen für unsere nette Legion. Ach verdammt, ich kann da noch gar nicht hinfliegen. Ich war dann. Was geht? Muss ich da echt bleib für Fuß hintergehen, ne? Wenn du die Kampagnenkiste nicht so weit gemacht hast, dann durchaus. Ja, hab ich noch nicht. Meine Kampagnenkiste ist gerade erstmal kurz hinter dem hinter der Universität. Okay. Ja, da ziehe ich dann alles mal später so nach und nach hinterher. Bei den geht's ja gar nicht, ganz easy. Ich habe keine Lust nochmal die ganzen gelben Nebenmissionen zu machen, habe ich mit einem anderen Charakter schon. Und nachher im Endgame bringen die eh nichts mehr, da bringen die so wenig EP, das lohnt nicht. Das ist, ja. Ja, wenn man vom Zeitaufwand überlegt, du bist da manchmal eine halbe Stunde für ein, zwei Quests unterwegs und kriegst nachher 1000 EP. Ja, toll. In der Zeit kriegst du das auch mit Monstern. Im Endbereich. Und wieder fertig. Oh, wie viel noch? Naja. Ich glaube, wenn ich den Eimer gehe, die Uni, dann habe ich Level Up. Da bin ich dann 29. Das ist der Hyrule Protected Zone. Ich könnte hier auch bauen, was sind die? Ein paar Hunting Quests machen.
So, was haben wir alles Schönes gedroppt? Bam, bam, bam. Grün, 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 kann gleich bei Händler vertickt werden. Show me, yes, I show you. Bam, bam. Ich hätte mir jetzt schon mein Pet, was automatisch lootet, ne? Verstehe ich nicht. No. Das verstehe ich nicht, warum das so ist. Das Pet vermisst. So, Ecke, ach. Dungeon ist doch nicht resettet. Dann wird es wohl nichts, wenn es noch nicht resettet ist. Was, wolltest du da nochmal rein, oder? Ja, ich wollte gerne nochmal, nochmal ein Stückchen, naja, weiterschauen, aber ich werde nochmal versuchen reinzugehen in das Dungeon. Was soll's. Da klopfst du vor ein paar von den Viechern dafür. Ja, mach ich auch. Hunting Quest. Da brauchst du ja gar nicht mal weit laufen dann. Muss halt mal 10 Minuten warten oder so. Dann machen wir halt fix die Hunting durch. Ich bin im Schweigen. Die Sau. Oh, nehmen wir den hier. Mein Masku ist eindeutig zu klein. Und weiter geht's. Ich freue mich drauf, wenn ich da endlich in die 31er Inni kann. Weil da kann ich endlich mal ein bisschen heilen. Muss ich heute wenigstens noch 30 schaffe. Dass man morgen, dass ich dann morgen die andere Inni streamen kann. Jo. Ja, mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht kann ich denn ja dann morgen mit, oder? Versuchen kannst du es ja, weißt du? Ja, bam, 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 bam. You can't use that. Ich verstehe warum nicht. Die mögen mich nicht. Eindeutig. Aber als Parler solltest du auch keine Probleme haben, irgendwo in den mit reinzukommen. Richtig. Oh, jetzt habe ich mich glatt verdrückt. Entschuldigung. Es ist gleich wieder. Bin gleich wieder da. So, jetzt. Man sollte nicht mit diesen Editor rumspielen, wenn man streamt. Das geht in die Hose. So. Netten Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ich versuche es euch natürlich zu beantworten. Könnt mich auch gerne über Guardian oder Asa was fragen. Mage und Ranger wird es schwierig, weil ich den nicht gespielt habe. An sich ist es ein schönes Spiel. Finde ich zumindest. Hat Potenzial. Die Bewertung oder Reviews auf Steam finde ich nicht immer gerechtfertigt. Beziehungsweise machen die was für die Community. Und das ist eigentlich wichtig. Ich habe einen blauen Tagger bekommen. Für dich, für den Asser. Ja, 23er. Bam, bam, bam. Kannst zerschrotten. Will ich nicht. Den werde ich verkaufen, mal sehen, was da rauskommt. Wenn ich den verkaufe. Ja, das solltest du machen. Ich habe die letzten zwei aus dem Markt gekauft worden. 23er? Mhm. Okay. Also, da, vorhin waren da keine mehr drin, ich habe die letzten zwei rausgeholt.
Resist? Hallo? So eine Sau. Das ist ja schön. Hallo. Schönen guten Tag. Das hat sie auch so ein Wichtel gemacht hier. Ich auch. Bin ein Wichtelmann. Du hast auch schön viel Leben. Hm, 4000. Das ist nicht so viel. Duell oder was? Diesmal habe ich mehr Leben. Step 1 ist fertig. Willst du mitmachen hier, diese Hunting-Dinger? Kriegst du die schon? Hm? Nee, die krieg ich noch nicht, weil ich meine Hauptquest noch nicht so weit bin. Ach Manu, Papa. Mei. Ja. Da will man dir was Gutes tun, will man dich mal ziehen, weißt du, und dann... Nee. On the way to 29. Yes, baby. What, das war ein Crit. Sternli ist noch gar nicht. Doch. Ich muss noch mal alle auf dem Mitglieder machen. So, wieder rein ins Dungeon. Mal gucken, wenn ich draußen bin, müsste ich dann 35 sein. Yes, baby. Müsste ich dann 30 sein oder 29,5. Mal gucken. Schaffst du das alleine? Hm, weiß ich nicht. Ich muss hier erstmal nach der richtigen Ausrüstung gucken, kann ich. Okay. Damit ich da rein kann. Das stimmt. Weil irgendwie alles, was hier drin ist, zieht meine Agilität runter. Ja, hast du blaue Rüstung? Mhm. Dann kann das durchaus sein. Also irgendwie macht der Paladin Spaß. Hat so einen schönen großen Hammer. Ich hab jetzt auch die Sachen, auch wenn die ein bisschen Agilität runterziehen, aber dann kann ich dann, ja. Das dadurch auch mehr Gearscore. Und durch den mehr Gearscore lohnt sich das. Genau, und dann, wenn ich 23 bin, dann scroll ich kurz zurück und dann ziehe ich meine blauen Sachen an. Ja.
Autsch, schon tot. Du! Jaja, ja. Ah, ein Monster geschafft. Du machst doch. Wieso machst du sowas? Du sollst nicht sterben. Achso, das wusste ich ja nicht. Ich dachte, du gehst in die Indie, um zu leveln. Und nicht immer rückwärts zu leveln. Das wäre super wert. Na, ich kann dich ja nachher, wenn du möchtest, mal ziehen. Einmal. Dadurch. Ja, weil mein Problem ist halt einfach, die machen sau Schaden, weil die mich immer versteinern dann und dann kann ich nichts machen. Ja, du musst aus denen raus, aus diesen komischen, Das machen nur die Augen. Wenn du so ein Auge hast, musst du aus dem Frontkegel raus, weil der Frontkegel versteinert dich. Ja, das weiß ich. Wenn du gerade am Ausführen von dem Skill bist, kannst du ihn draufmachen. Rolle? Was für eine Rolle? Der Ausweichen-Skill 4 geht nicht. Viel, also nee, den macht er denn nicht. Der will jetzt die Animation von dem gerade ausgeführten Skill zu Ende machen. Bless verarscht dich. ja, irgendwie schon. Ich bin jetzt wieder beim ersten Boss. Bin nur noch am Aufräumen. Ja, ich hab grad mal oben in den nächsten Raum geklärt. Ja, ich bin ja auch mittlerweile ein bisschen höher als du, oder? Da darf ich auch ein bisschen weiter sein. Ja, schon wieder tot. Das ist richtig, also du bist höher im Level und du hast bestimmt auch ein anderes Equip an. Ach, eigentlich so sehr anderes Equip habe ich nicht, ne. Oh, die treffen mich einmal und machen 500 Schaden. Doch so viel? Mhm. Ah, Level Up 29. Yippie. Was denn? Was machst denn du? Ich bin nur am Verrecken, ich krieg die Viecher nicht tot. Okay. Upsa. Weil die machen einfach zu viel Schaden, man. Und du hast dann gleich drei Viecher am Arsch und jeder Treffer zieht dir 400-500 Schaden weg. Ja. Naja, ich bin gleich. Ich bin, wenn ich hier durch bin, dann zieh ich dich immer. Dann kann ich wenigstens meine Heal-Skills mal ausprobieren, weißt du. Und kann ich. Ich schwöre, ich lasse dich nicht mit Absicht sterben. Ja, ja, das glaube ich dir jetzt aber weniger. Warum, hallo? Du hast mich noch nie heilen gesehen. Du musst mal die anderen fragen, die mit mir heilen gespielt haben. Ich habe dir immer geheilt. Ich schwöre, hier ging durch. Eieiei. Jetzt schreibt keiner was. Ein Monster fast tot. Du musst auch dich ein bisschen potten, ne? Mit Heiltränken? Ja, falls du das meinst, das mache ich ja. Aber 300 Leben nützt nichts, wenn sie mich einmal treffen haben, dann ziehen sie mir wieder mehr ab als das Zeug. Ha, das stimmt. Es tut mir leid. Oh ne. Nicht anfangen zu singen, das klingt blöd. Ich kann nämlich prinzipiell nicht singen, weißt du? Das glaube ich dir sofort. Ja.
zieh mal 1000 Schaden rein. Doch so viel. Ich wollte ihm Sonders machen. Fällt mir gerade ein. Also in diese Ingame-Musik. Na, so ist es besser. Bam, bam, bam. Es tut mir leid. Ich hab das blöde Lied im Kopf. Kennst du das? Weiß ich nicht. Ah, ich hab da eine Idee. Ich könnte doch. Ich könnte Rockantenne anmachen, oder? Ach, die Frage, ob man das einfach so nebenbei laufen lassen darf. Das weiß ich nämlich nicht. Ach so, zwecks GEMA und so. Ja. Ja, da muss ich erstmal nachlesen. Dass es einfach geht. Weil die hatten mir einmal Sound gesperrt. Weil ich hier vom Broiler so Lied laufen lassen habe. Wo YouTube natürlich. Und das durfte ich nicht. Quasi. Die muss natürlich doof sein. Das wusste ich auch gestunt. Au, au, au. Magier, Assassine. 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 Paladin. Oh, die Hose kann ich anziehen. Cool. Magier. Magier? Ranger. Oh, ich bin wieder tot. Was machst du nur? Ich bin am Verrecken, ich krieg die Viecher nicht kaputt. Du sollst sie doch bloß umhauen. Nur die Sache ist so einfach. Ja, ich mach 1, 1, 1, 1. Also, ich mach eigentlich 1, dann 1 und dann 1. Und dann sind die tot. Ich muss einmal eine 1 drücken, wenn es ein Kurs hören soll. Oder du musst halt irgendeine andere Taste drücken wegen dem Combo. Das mache ich nebenbei. Och, ich kann auch gleich nicht mehr kämpfen. Warum? Dolche sind gleich schwach.
Kennst du Eule? Das Tier kenne ich ja. Ups. Guten Abend, Euler. Warte, wir haben schon glücklich gehabt, ja. Ah, nicht in weit. Ah, fuck. Können wir uns gerne unterhalten. Gar nicht so leicht, nur Unterhaltung zu frönen und dann nebenbei irgendwie die Mobs zu bekämpfen. So, jetzt kann ich eigentlich das Vieh kaputt machen, ja. Es tut. Ich hab den ersten Boss geschossen. Den jetzt erst? Okay. Hm? Hat auch lange gedauert. Und meine Kinder, meine Dolche haben noch eine Haltbarkeit von 1. Hatte schon Angst, dass die Welt des Kampfes kaputt geht. Ja, ich gehe jetzt raus, ich hole mir mal kurz meine lilanen Sachen, die ich an und dann. Lilane? Blaue meinst du? Blaue, ja. Ah, ich bin gleich beim letzten Boss. Das ist alles easy. Ne, beim vorletzten bin ich erst. Ich schwindel. Na, no, wie kannst du nur? Keine Ahnung. Ich bin auch gut, ja. Streame nebenbei und schreibe unser DS, unser DS-Nickname mit dem Stream. Naja, ihr seid eingeladen. Das.
So, ihr lieben Zuschauer, ich werde mich nur ganz kurz hier muten, da ich nicht weiß, ob hier Eule, der jetzt praktisch neu mit den Legigern rein möchte, damit einverstanden ist, dass er ihre Stimme hört, ne? Aber wir können nebenbei noch nichts, zugucken. Ich habe ein bisschen Ruhe vor ihm hier.
So, ihr Lieben, ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Voller werden natürlich Träumchen. Träumchen gibt's ja nicht. Also wir hören und sehen uns morgen dann mit Webcam und euch noch viel Spaß und ich hoffe, wir hören uns irgendwann in Bless. Bis dann. Ciao, ciao.